Au. Oh, sehr gut. Stimmt, ich kann die einfrieren unter Umständen. Haha, Remi hat's erwischt. Halt nicht, wenn er nicht will. Vielleicht war ich jetzt auch gerade tatsächlich zu langsam, aber vorhin. Manchmal hast du das bei dem Spiel irgendwie, dass der was macht, was du ihm nicht sagst. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass ich halt quasi angebe, er soll zum Beispiel wegspringen, er aber einfach Schläge macht, stattdessen weiter. Mann. Spring. Ich sehe nichts mehr. Ich kann nichts machen. Oh, okay. Das war ein bisschen blöd von mir. Okay, hat er mich angeschossen. Okay, es war zu viel, aber egal. Nö, keine Chance. Wozu level ich überhaupt, dass du länger aushältst? Dass du länger aushältst. Ich sehe nichts. Ah. Na, geht doch.
Evan! Take that! Ja. Ach, ach so! Der hat zweimal geschossen, der Arsch. Ernsthaft. Kannst du auch mal was anderes machen? Alter, das, jetzt wird's. Ich verstehe, wie es funktioniert. Tja, das war echt scheiße. Das versuchen wir nochmal. Also, manchmal will das Spiel nicht so, wie ich das mache. So wie er gerade auch absolut nicht reagiert hat, obwohl ich irgendwas gemacht habe. Ich weiß nicht manchmal, woran das liegt. Manchmal komme ich wirklich von den Tasten ab, aber manchmal drücke ich zwei, dreimal auf die Taste und nö. Tastatur ist in Ordnung, daran kann es nicht liegen. Aber... Nein, ich möchte jetzt gerade in dem Moment zuschlagen, also schlage ich jetzt zu, auch wenn du auf Ausweichen drückst. Das ist halt echt scheiße. Oh, okay, das war blöd. Jetzt habe ich wirklich da nochmal einzählen. Das ist halt scheiße, wenn du in den nächsten reinspringst. Alter, Fresse. Ah, Schenkel, Mensch. Ich habe vorhin zweimal Heilung falsch eingesetzt, weil ich dachte, die sind schon am Boden. Ich muss halt wirklich mal auf ihre HP schauen. Machst du jetzt mal was? Ah, ist am Boden, gut. Ich kann, oh, ich hänge fest. Evan. Nehme ich erstmal bloß für mich. Die sind sonst eh gleich wieder am Boden. Oh, Evan, du Versager. Die rennen aber auch voll rein. Geht gar nichts mehr. Irgendwas haben die gerade gesagt, was wahrscheinlich wichtig war. Das wieder. Da eingerannt, obwohl ich eigentlich gesagt habe,
Nein. Shandy, greif doch an, Mensch. Vielleicht nochmal einfrieren wäre praktisch. Ah, das war richtig mies. Ui, da hatte ich aber Glück. Nein! Kommt doch nicht gegen an. Ui. Nein! Nein, verdammt! Das gibt's doch nicht! Ah, oh, der hat wirklich zeitgleich ausgeschaltet. Wir hatten's fast. Ah. Ja, ich kenne die Animation. Dieses Rum, wenn der dann wirklich Rundumschlag macht, kannst du halt einfach nichts machen. Du kannst nur so weit nach außen wie möglich und das ist auch nur bedingt hilfreich. Du hast nicht unbedingt eine Chance, immer auszuweichen. Ja, okay, jetzt hätte ich lieber jemand anderes lassen sollen. Schön auf ihn einschlagen. Nein, lauf rum. Ich meine, der liegt am Boden. Schlag da einfach auf ihn ein. Ich denke auch, dass du verletzt bist. Oh, okay, das war echt scheiße fies. Vor allem 1000 Schaden. Oh. Okay. Danke. Aber schon. Jetzt wird er gleich rot. Oh Mann, das wollte ich doch gerade machen. Oh.
Aber dieser erhöhte Schaden ist halt schon... Ja, sie ist kaputt, habe ich gemerkt. Oh. Eigentlich gar nicht so schlimm, wenn du weißt, was er macht. Er dreht sich halt erst in die Richtung, in die er schießt. Das heißt, je näher du dran bist, umso besser ist es tatsächlich. Es wird doof. Oh nein, er macht. Okay, Zeit. Da geht einem aber auch der Arsch auf Grundeis, wenn er das macht. Gott sei Dank. Das war kein leichtes Unterfangen. Definitiv nicht. Okay, mal tief durchschalten, dann auf zur Vektor. Also das ist ein Sicherheitssystem, was den Namen verdient. Auch will ich nicht gegen das Vieh kämpfen müssen. Obwohl ich mir auch vorstellen könnte, dass das später ein normaler Gegner ist. So gegen Ende. Was hat uns denn da... okay, das Vieh konnte höchstwahrscheinlich hinterher rollen. Ja. So ein Reaktor, bitte. Keine Ahnung, was da auf mich wartet. Hoffentlich warme Kekse. Okay, hier muss ich eh hin. Und danach müssen wir höchstwahrscheinlich aufs Dach. Sieh einer an. Ist halt, dass ich sie eindringen werde. Jetzt wird mir auch klar, wie ihr die ausgeklügelten Sicherheitssysteme der Fabrik überwinden konnte. Ja, ja. Das ist ein bisschen schwach gewesen, aber egal. Hör zu und sieh her. Wir haben dir ein tolles Geschenk mitgebracht. Ein Geschenk? Jetzt, Susi, die Memorex. Vektor, erinnere dich. Can't wait to get the crystal battery up and running. This thing's gonna be a game changer for the energy business. The technology we build here today will make a better tomorrow for everybody. I can feel it. Ganz ehrlich, ich hätte es besser gefunden, wenn sie die vorher nicht auch schon eingeblendet hätten, sondern wenn sie die erst jetzt gezeigt hätten. Someday soon, the world will finally understand my vision. We're not giving up until that day comes. Hey, hey, I couldn't have done it without you guys. This was a team effort. Don't forget that. I know I won't. Soon, we'll be the biggest and best this world has ever seen. Just one last push. Are you with me? I was... Why was I... I don't... There's one last memory I want to show you. Please. You have to remember who you used to be. You have to bring the old Zip back. So I stayed up all night making this for you? How about that, huh? A custom leg made just for you by the world's greatest engineer. You're gonna love it. This isn't my leg.
I want my leg. I want my... No, I get it, Bracken. I get that you're upset, but... We're engineers. We solve humanity's problems. We use technology to help people. That's our purpose. That's what we do. Now, do you really want a little thing like this to stop you from fulfilling that purpose? We solve humanity's problems, and we solve each other's too, right? You lose a leg, I make you a new one. I lose a hand, well, you know, I hope you do the same for me. Oh, Zip. And this leg, it's not just a machine. I put my heart and soul into it. It's a part of me. Thank you. Hey, I'm your boss. It's my job. Look, Zip, look at it! You've seen the things we can do these days. I could have upgraded it. I could have gotten rid of the leg you made me. But I would never do that. This leg? This leg is what gave me the courage to carry on. What got me where I am today. You were the best engineer, the best boss, the best friend anyone could have. You had a good heart. The best. You have to remember. You have to. I remember now. I remember everything. What have I done? Zip, it's you, isn't it? Bracken, I'm so sorry. If it wasn't for you, I don't think I ever would have remembered. Everything's shaking! Oh no! Bastion! Scheint Erfolg loszulegen. Das ist gar nicht gut. Wenn Koloss weiter so wütet, könnte er den Reaktor beschädigen. Da könnte es eine riesige Explosion kommen und ganz manchmal wird es Staub zerfallen. Wie bitte? Dann müssen wir ihn schnell aufhalten gehen. Koloss besitzt eine optische Tarnfähigkeit. Deshalb war er auf dem Monitor nicht zu sehen. Aber dem elektrischen Muster nach zu urteilen, befindet er sich auf dem Dach. Ja, gut, geschlussfolgert. Stimmt doch, da kommen wir mit dem Aufzug hin. Los Leute, gehen wir! Oh nein, ich kann nicht speichern. Doch, ich kann speichern. Ich kann nicht speichern! Blimey. Ist nicht wahr, oder? Well. Unfassbar. Verdammt, der Aufzugsroboter! Ist weg. Nicht zerstört, er ist weg. Mist, damit wäre der Aufzug gestrichen. Ach, wie sollen wir jetzt aufs Dach kommen? Ja, weil es schnell gehen muss.
Beruhigt euch, nicht den Kopf verlieren. Wir werden schon eine Lösung finden. Aha. Ich weiß da was. Eine große Energie durch die Hochdruckleitung des Reaktors fließen lassen, um ein Kraftfeld erzeugen, das großen Gewicht widerstehen kann. Energie in den Reaktor. Das würde zu konsekutiven Reaktionen gemäß Muster G führen. Natürlich, so können wir theoretisch für kurze Zeit die Strahlen materialisieren. Das bedeutet, dass wir uns eine Treppe aufs Dach bauen können. Keine geniale Theorie. Kann in so einer Situation nur einen genialen Ingenieur einfallen. Aber diese Methode ist... Ja, ich weiß schon. Man muss seine Theorie auch wirklich beweisen können. Attention all team members, I need you to channel all available power into the reactor's high pressure inlets right now. But President Vector, they weren't designed to take that kind of punishment. And you know what that means better than anybody. The reactor will go critical and the core will fuse. In other words, we'll wind up with the world's most expensive hunk of junk. You sure about this, Zip? She's your baby. It's that or risk the lives of every person in this country. You think I'd hesitate for even one second? I'm the executive director of this company and the leader of this nation. Nothing is more important than my people. So flood the damn tubes! That's an order! Yes, sir. For Broadleaf. Oh my goodness! Was können wir nach oben gehen? Kann ich jetzt speichern? Reaktor erreicht den kritischen Punkt. Sentinel-G wurde in die Hochleistungsleitung umgeleitet. Alright. Gut gemacht. Ihr solltet jetzt auch sofort von hier verschwinden. Evakuiert die Bevölkerung an einen sicheren Ort. Aber der Reaktor ist in einem sehr instabilen Zustand. Wir sollten jetzt nicht von hier weg. Hey. Was klappst du eigentlich, wenn du vor dir hast? Ich werde die Kontrolle über den Reaktor selbst in die Hand nehmen. Aber der Reaktor, Sie können doch nicht ganz allein. Ha. Natürlich kann ich das. Schließlich ist das meine Erfindung. Das ist ernst, oder? Verstanden. Dann werde ich für die Sicherheit der Angestellten und Bürger sorgen. Passen Sie auf sich auf. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass der Reaktor sich wieder stabilisiert. Schon beim geringsten Fehler wird er explodieren. Aber bei meinen operativen Fertigkeiten sind jegliche Fehler ausgeschlossen. Sorgt ihr bitte dafür, dass Koloss sich wieder beruhigt. Verstanden. Come on! Los Leute, schnell nach oben. Oh, guck mal, der Roboter ist wieder da. Beinahe wäre ich auf den Schrottplatz gelandet. Bitte geben Sie Ihr gewünschtes Ziel dort ein. Ernsthaft? Das geht? Ich kann nicht speichern, verdammt. Jetzt muss ich durchziehen. He's gotta be around here somewhere. Ich glaube, da ist er.